Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Display auf dem Kanal Seamox. Wir spielen Outlast. Ist schon etwas länger her, ne, das Spiel, aber 2013. 2013, ne? Es wurde schon tausendfach displayed, Ja, nee, 2017. aber wir wollen ein bisschen Horrorschiene fahren und deswegen. Es ist eher die Zerstückelungsschiene. Horror war eher so Resident Evil, also es gibt ja zwei Arten Horror, finde ich. Einmal so zum Erschrecken und einmal so mit Zerstückelung. Und das hier ist pure Zerstückelung. Das ist einfach alles. Mit ein paar Jumpscares auch. Ich würde mal sagen, also ja, neues Spiel hier, fortfahren. Nur weil ich es angetestet habe. Ich habe das Spiel mal ganz kurz angetestet, mal wegen Einstellungen geguckt und so weiter. Läuft alles. Und wir spielen auch wieder abwechselnd, ne? Jede Folge ein paar abwechselnd so, ne? Man sieht ja, neues Spiel, Whistleblower, das DLC spielen wir am Ende sehr wahrscheinlich auch. Und ich würde sagen, wir spielen das so gerade ein bisschen so auch als Überbrückung für dieses DLC von Resident Evil. Yep. Das irgendwann mal Das rauskommen ist soll. Not the Hero DLC. Not the Hero. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir. Okay. Outlast. Ach ja, welche Schwierigkeitsstufe? Auf keinen Fall Wahnsinn. Nehmen wir mal schwierig. Schwieriger? Ja. Ja, Profis. Soll ich vorlesen? Kannst du gerne übernehmen. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Journalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das Dunkelheim im Herzen der Nervenanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist dann kein Kämpfer, du bist ein Lappen, ein Waschlappen. Du hast nicht mal richtig Muskeln, du hast einfach zu viel Salat gegessen. Um das Grauen in der Nervenanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Warte, Fahren Sie bitte weil da fort. oben stand auch noch im Text drin, dass wir versuchen sollen zu überleben und hier unten oder zu sterben. Okay. Wir sind damals Upschuhe und wir werden sterben. Sterben. Sarazalut, Farmer und Verlässlichkeit steht zu einem Seminar am kommenden Wochenende in der Poll Avenue ein. Spiegel reflektieren gar nicht. Hä? Die Spiegel reflektieren gar nicht. Das ist ein verfluchter Ort, wo Spiegel nicht funktionieren. Mount Massive Asylum. Ja, super. Wir sind da. Kann ich mal viel mehr ziehen, sieht man da an der Anzeige. September 2013. Von, die Zahl ist mir sowas von egal, @mutemail.com. An Miles, wie wird ausgesprochen? Miles Upshur. Upshur @gmail.com. Betreff, Tipp, illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric oder so. Ja, Systems. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Patrick. Was? Patrick. Ein Murkoff Patrick System in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren, Phasen, etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, auf den Batterien war das Logo von Amazon. Das sah mir sehr danach aus. Die Kamera. Wir drehen jetzt einen Vlog.
Hallo Leute, ich bin auf dem Mount Bethesda. Hier sind ganz viele Leichen und Verrückte, die bei mich umbringen. LOL. So klar, ne? Wie sie es gehört, einfach Auto mitten in der Einfahrt stehen lassen. Nein! Also raus. Wäre die Fleisch ein Stück schneller gewesen, hätte es geschafft. Also raus. Okay, Tab, N und J. Was? Tab. Tab sind Notizen, Dokumente. Haben wir jetzt irgendwas bekommen? Nee. Nein. Aber Dokumente. Der Informant. Ja, das hat man jetzt hier. Ja. Und das kann man sonst auch mit N und J machen. N. Stimmt, Notizen und. Dokumente. Was heißt ein Dokument noch auf Englisch? Documents. Documents? Okay, dann passt das nicht mit J. Zurück. Guck mal da links, guck mal links. Ein Auto. Vielleicht können wir da was finden. Ja. Ne. Boah, Alter. So, es sind da vielleicht irgendwie Batterien. Ja, Steuerung, einladen. Kann man sich mit Steuerung. Wie wirkt man sich schon mal mit Steuerung? STRG. Steuerung. Das ist voll scheiße, wir sind jetzt. Ja, jetzt geht das ohne Probleme, ne? Ist halt so. Okay. Da ist ein Schloss vor, okay. Hier? Drücke den Kamautaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte den Kamautaste gedrückt und bewege dich vorwärts und rückwärts, um die Türe langsamer zu öffnen. Das heißt, wir können jetzt hier gedrückt halten. Okay, nein, geht hier nicht. Nach vorne geht, nach hinten geht. Und die schnelle Variante. Um Camcorder bereit zu machen. Okay. Okay, und wir haben hier etwas erhalten. Nervenheilanstalt Mount Massive. Mir wird schon schlecht, wenn ich diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Merkur Psychiatric System unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile davor ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Merkur Corporation hat eine lange Tradition ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemand auf amerikanischem Boden. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer an diesem Ort, aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Okay, ich denke, das reicht für die Kamera. Als erstes. Ja, mit Shift kannst du rennen. Da ist ein Typ am Fenster. Aber oh, der ist scheu. Der traut sich nicht vor die Kamera. Den bringen die noch ganz groß raus. Machen wir aus dem YouTube-Star. Sind das hier nicht Militärfahrzeuge? Nicht Militär, so Special. Vielleicht Privattruppen so, ne? Wollen wir da jetzt wirklich rein? Ich glaube, wir kommen da nicht rein. Du weißt ja schon, wie das weitergeht. Da kommen wir nicht rein. Egal. Vielleicht die andere? Genau. Oder okay, ja, das war's. Tschüss. Ich kann jetzt zu Hause. Nehmen wir den Wagen, rammen das Tor ein und dann. Wäre ja geil, wenn das gehen würde. Alter, das wäre so richtig geil. So. Wir kommen nicht besonders hoch mit den Füßen. Ja, kein Kämpfer und kein Springer. Was war hier? Hier ist auch ein Schloss, da geht's auch nicht lang. Da vorne. Da ist, da auch, ist auch ein Schloss dran. Okay. Dann müssen wir. Wir haben alles versucht, das kriegen sie aber nicht. Ich will da nicht rein. Das ist die Geräusche. So ein Modem. Ah, okay. Und wie die Funk ist ja ausgefallen. Oh, da hinten geht schon die Sonne auf. Oder geht sie unter? Ich glaube, sie geht für uns bald unter. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. So, mal gucken, ob rechts die Tür geht. Und die wird wahrscheinlich nicht gehen, deshalb müssen wir das Gerüst nehmen, weil da ist ein offenes Fenster links. Ja. Lass uns rein. Boah, erstmal packt cool auf. Okay. Das ist so ein krasser Busch. Ich kann doch nicht über den Stein gehen. Das war's. Busch und Stein sind einfach zu krass. Ja, wir können ein bisschen planschen.
Na, super offenes Fenster, ja. Okay. Okay. Um nach oben zu springen, ja klar. Achso. Tschüss, Auto. Ich will da eigentlich nicht rein. Achso, hier ist ja schon das Fenster. Das sieht doch schon mal sehr einladend aus. Ich will nicht. Wird Zeit für ein paar Elektriker da wieder aufzuräumen. Ah, mit F machst du hier Nachtsicht. Ja, achso, ja, wir können eine nachladen. Ich dachte schon, wir hätten noch zwei Batterien, aber eine ist ja schon drin, der andere können wir dann nachladen. Das wird ja auch schon hier R sein, aber ich würde es nicht testen. Nee, ist so, aber wir sollten nicht jetzt nachladen. Ist da hoch? Nein. Oh. Ja, super. Ich kann hier nicht irgendwie so um die Ecken gucken. Okay. Okay. Nichts zu sehen. Da liegt Blut. Blut. Ja gut. Wer ist das? Jack Nicholson. Wer? Jack Nicholson, voll bekannter Schauspieler. Tätig auch als Priester in der Nervenanstalt. Oh, wir werden beobachtet. Guck mal oben. Ja. Es ist 14. Ja, noch 13 nach 9. Guck da oben. Kaputt schießen. Eine Kamera. Müssen wir kaputt schießen? Keine Pistole. Mit einem flackert Licht. Ja gut, ist ja schon okay. Hier geht's auch nicht. Oh, hier geht's auch nicht lang. Guck mal da. Ah. Oh, okay. Clairsfield. Okay, man kann die auch so wieder zumachen. Kannst du schon leer machen, dass wir da sind? Ja, Batterie! Ja, Batterie. Mit der linken Maustaste kann man die auch nehmen, okay? Hier ist überall ein Passwort. Wir müssen mal aufpassen, dass wir uns vielleicht irgendwann mal einloggen müssen. Teamwork. Ja, man kann es kaum noch erkennen, wer. Patrick, da ist schon wieder Patrick. Ne, da steht. Achso, ja doch. Ich hätte auf Team Player Award. Player Unknown, Battleground. Patrick, weiß nicht wie. Employer of Murkoff. Das ist diese Anstalt hier, ja, okay. Da hat deine Nasenbluten gehabt. Ganz schlimmes Nasenbluten. So literweises Nasenbluten. Okay. Ja, lesen. Ich will nicht lesen. Ein Dokument. Soll ich lesen? Kannst du gerne. Merkel Patrick Systems Projekt War Rider. Mount Massive CEO, Fall Nummer 174, Patienteninitialen WPH Billy. Datum 14.10.2013. Erste Patientenbefragung 12.04.2009. Alter des Patienten 19. Geschlecht männlich. Behandlungsarzt Dr. Carl Houston. DBNR. Therapiestatus: Patient behauptet, in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren Sie fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik: Spirometrie ergab
keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit, Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend, finde ich aber auch. MRI ergab arithmetische REM-NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phase. Anmerkung: Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung: Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff, Patrick, System, Projekt Warrider, Mount Massive, CEO. Okay. Weißt du Bescheid. Was auch immer das alles für jetzt für Infos waren. Da gibt's ein Geheimprojekt. Und Geheimmusik. Ja gut. Nein, nee. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Doch, ich muss aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Ja gut, ist vielleicht doch jemand da drin auf Klo? Ja, das Klo, hallo! Da wird wahrscheinlich auch zu sein. Ja, super. Was ist das? Steißbein, Rückenbein, irgendwas. Das ist beim Menschen gehört, glaube ich. Hey, Öltrennung. Wir sind einfach größer als ein Cola-Automat, ist klar. Wir sind ein großer Reporter. Ich will da nicht lang. Der blutet sogar, glaube ich. Ja, es blutet da noch. Ja, das kommt da runter. Wir können eine Blutdusche machen. Kurz nach rechts. Können wir da eigentlich und weiter? Und dann das F war das, ne? Ah, geht's nicht weiter. Geht's nicht weiter. Wer weiß? Ich weiß es. Na, man kann nicht aufsteigen. Ein Versuch, was er wert. Ich spare mal, drück mal, wir sollten Energie sparen. Achso, ja. Ein bisschen Batterie. Okay, ganz ruhig. Ist dein nächstes Badezimmer frei? Wenn ja, würde ich mal gerne gucken. Ist ah, eingesperrt. Ja. Super. Versuch, was er wert. Secret ja. Oder so? Secret War Rider Information. Da hinten läuft einer. Okay, ja, super. Will ich da jetzt wirklich rein? Will ich das? Ja, ja, willst du. Ja, wieder. Oh. Nein! Hab den Hintergrund. Ah, man kommt sogar wieder da hoch. Ich weiß aber nicht, ob man den Sprung abbrechen kann irgendwie. Wer jetzt erwartet? Hm. Okay, da ist noch eine Tür. Jetzt gehen wir in die Bibliothek und gehen ein bisschen büffeln. Jetzt noch? Ja, okay. Wann lernten die aus? Mistkerl! Hey, das dürfen wir nur bei Leuten machen, die wir getötet haben. Oh. Okay, hier fehlt einfach komplett der Kopf bei dem Typen. Hier fehlt auch wieder ein Kopf. Ich will nicht.
Nee. Okay, das sind die Köpfe, von denen ich gesprochen habe. They killed us. They got out. The very. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors for security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Ist er tot? Hallo? Ich weiß, mal spannend. Wir haben noch ein Dokument bekommen. Nee, Notiz, Notiz. Notiz! Ja, war das Notiz? Eine Notiz bekommen. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe ausgereiht. Auf. Aufgereiht, wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff. Advanced Research System. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt weitere Milliarden. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückten machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählte mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Dann. Das hätte ich nicht wissen sollen. Das hätte ich nicht wissen sollen. Was? Was sagst du gesagt? Das hätte ich nicht wissen sollen. Das hätte ich wissen sollen. Ja, stimmt. Ja. Ich wollte es ja auch nicht wissen. Doch. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Ach, wie lange ist weiter? Da ist die Tür. Ja, vielleicht ist ja noch was. Weißt du, der hast du vorher so. Hat aber noch Zeit, Notizen zu schreiben, ne? Oh nein. Nein. Ja. Denn ich würde mal sagen, hier geht es in der nächsten Folge weiter. Wir sind schon bei 20 Minuten durch. Das stimmt, ja. Ah, scheiße. Oh, was habe ich mich hier eingelassen? Okay, in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dann. Ciao. Ciao.